Ja, also wer so ein schiefes Becken hat und so unterschiedlich lange Beine, der kann natürlich gar nicht richtig gehen. So hat der Körper sich eine Lösung einfallen lassen, nämlich das kurze Bein, da läuft er auf der Außenkante und bei dem langen Bein läuft er auf der Innenkante. Die eigentlichen Fußmechanismen, was wir heute angeschaut haben, die Reflexzonen, die werden gar nicht berührt. Das ist nicht möglich. Und aufgrund dieser Fehlstellung leidet natürlich auch das Becken. Wir haben ja 500.000 künstliche Hüftgelenksoperationen jährlich. Und die Knie auch noch, fast dieselbe Menge. Und das bleibt euch jetzt alles erspart. Ist das nicht herrlich? Und was macht man hier? Einrenken bringt nichts, geht nicht, ist sogar schädigend. Und das, was ich mache, ist ja keine Technik oder Methode oder irgendetwas, was Menschen sich ausgedacht haben, sondern ihr seid jetzt Zeugen von einem Wunder, nämlich der Herstellung der göttlichen Ordnung durch die Kraft des Geistes. Ich brauche dich deshalb auch gar nicht berühren. Ich verbinde mich mit deinem Geist und schon geschehen Wunder. Da ich jetzt hellsichtig bin, gucke ich mir dich noch ein bisschen von innen an und schaue, wie sich das alles wunderbar einfügt. Das geht schon oben los, die Schädelplatten werden korrigiert, das Kiefergelenk und die Gleichgewichtsorgane. Der Atlaswirbel kommt in die rechte Position und die Brustwirbelsäule, der Übergang zur Lendenwirbelsäule, Becken passt sich perfekt ein. Und jetzt sitzen auch die Hüftgelenke richtig und die Kniegelenke und die Fußgelenke. Und da bin ich auch schon durch. Jetzt gucken wir uns das Ergebnis an. Ich muss quasi nur hier das ein bisschen lockern, weil der Teppich ist ja eine Bremse. Und jetzt ist es für alle Zeiten so perfekt gerade. Und das kann auch nie wieder verloren gehen oder zurückgehen. Das ist nicht denkbar. Einmal ist für immer. Jetzt setz dich mal bitte, Sandra. Und du mal schön locker sitzen. Ja, dann sieh. Guck, da kann ich es besser zeigen. Auch im Sitzen alles perfekt. Und wenn wir jetzt versuchen würden, das nochmal zurückzuschieben, das ist unmöglich. Einmal gegeben ist für immer. Und ihr lieben Zuschauer solltet das auch erleben. Das ist die größte Hilfe für die Menschheit auf dem Weg zur Heilwerdung und vor allen Dingen, dass er auch gesund bleibt. Sandra, ich gratuliere dir. Danke, Anne. Ja, war mir eine Freude, dass wir uns endlich, endlich. Ich hätte nicht gedacht, dass du so schief bist. Hätte ich das noch mehr forcieren. Wir kennen uns schon einige Jahre, aber es ergab sich irgendwie nicht. Und jetzt bin ich froh, dass du da bist.